Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu E-Street. So, ab in die Richtung. Wir müssen jetzt ein Bild malen von der Stadt. Von der Silhouette der Stadt. Perfekt ist es doch hier, oder? Es ist doch ein perfektes Bild. Lass uns mal kurz gucken. Die ganze Stadt drauf zu sehen ist. Okay. Haben wir? Guck mal, wie schön. Da ist die ganze Stadt. So, das können wir dem Kleinen dann geben. So, und derweil... Was wollte ich denn jetzt machen? Ich will noch mal zu dem hier. Wo war denn das? Nicht Lindo. Hier, Thomas Hof. Kann ich da mit dir irgendwie hinfahren? Nee. Also wir sind ja jetzt hier und dann würde ich... Ja gut, wenn ich jetzt in Lindo wäre. So, warte mal. Wir müssen hier irgendwie rüber. Wieder zum Baum und dann irgendwie zu dem mittleren Turm. Wo ist der mittlere Turm? Das ist doch der da hinten, oder? Was soll denn das sonst sein? Ich muss mich ja eigentlich nur... links halten. Hier ist der große Baum. Falkenhorst, da müssen wir jetzt dran vorbei. Also es ist unglaublich, wie sie dieses Spiel hingekriegt haben. Diese ganze Atmosphäre, als ob man wirklich drin ist, ne? Voll gut. Hier ist irgendwie, ich versuch's mal hier. Okay, jetzt sind wir irgendwie hier lang gelaufen, will ich gar nicht. Wir müssen da dran vorbeilaufen, das war falsch. Wir müssen doch schon irgendwie Richtung Lindo, ne? Aber nicht über den See. Nicht über den Fluss. Nicht über die Brücke. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Das ist auch mal ganz schön, wenn die Musik nicht mehr läuft. Die ist echt laut. Was machen wir jetzt eigentlich mit der Quest von der Mutter? Das ist ja auch ein bisschen komisch. So, wir müssen hier irgendwie rüber, ne? Ich muss hier mit meinem Boot irgendwie lang. Das Boot... Was? Hallo? What happened? Was war das denn jetzt bitte für eine Nummer?
Ja. Sehr gut. Vermute mal, wir müssen hier irgendwie rum, ne? Und da war doch da irgendwo noch ein Weg oder so. Oder? Ja, schön. Clever. Wo dreh jetzt? So. Okay. Wieder zurück. Ich will ja eigentlich nur hier rüber, ne? Komme ich hier rüber? Nee. Hier? Auch nicht. Oh, wie komme ich denn hier? Hallo. Da will ich hin. Vielleicht kann ich hier irgendwie rein. So. Okay. Zack. Danke. So, dann müssen wir jetzt hier mal zu den zu diesem Toms Haus. Irgendwie. Da war ja hier irgendwo. Also ich. Oder vielleicht muss ich da auch gar nicht hin. Ich weiß es nicht. Was ist denn da drüben? Wo geht denn das hin? Wo bin ich? Hallo? Oh nein, ich bin in Lindo. Ich bin völlig verkehrt. Hallo? Warte mal, ich bin jetzt hier raufgegangen. Ich muss aber darüber. Hallo? Nimm das doch jetzt. Ich muss auf die Seite. Warte mal, hier so, ne? Hier kann ich, glaube ich, ganz gut. Ja, das war ja richtig clever. Komme ich jetzt an mein Boot? Ernsthaft?
Wieso habe ich das nicht einfach hier gemacht? Das ist doof. Ja, das heißt, mein Boot ist jetzt kaputt, oder was? Träumchen, da komme ich nicht mehr ran. Dann eier ich halt mit dem anderen Ding hier rum. Warte, dann muss ich aber erstmal hier hin. So. Aber vielleicht kriege ich ja mein Boot so weg. Oder mein Boot so wieder zurück. Nee, super, jetzt wird es ja immer besser. Jetzt versperrt mir das Boot den Blick. Alter, was ist hier los? Komme ich hier nirgendwo mehr raus, oder was? Tschüss. Ja, super. Ich versuche dann mal mit dem hässlichen Floß hier in die andere Richtung zu kommen. Boah, das geht gar nicht. Von da kam ich ja, ne? Ich muss aber in die Richtung. Boah, ja, wahrscheinlich noch 10 Jahre. Komme ich nicht hier irgendwie hoch? Hier so? Ne. Furchtbar. Komm ich hier irgendwie raus? Auch nicht. Ich versuche hier irgendwie anzulegen jetzt hier, an der Seite. Okay. So. Komm ich denn da nochmal rüber?
Am einfachsten wahrscheinlich über den Steg. Ja, hier steht so ein schönes Boot und meins ist kaputt. Räumchen. So, na du? Ach so, mit dir kann man ja nicht reden. Ich geh mal darüber. Ob ich mir noch ein Boot bauen kann? Ich muss eigentlich nur hier rüber. Also irgendwie ist das ganz schön gruselig, muss ich ehrlich sagen. Boah, das ist echt Leben am Limit, ne? Halt. Ich muss da rüber. So. Ich muss hier irgendwie rüber. Hier so. Vielleicht. Hier ist doch super. Oder? Oh Mann, oh Mann. So. Bin ich jetzt richtig? Es ist ein bisschen creepy heute. Ich laufe jetzt hier mal hoch. Ich weiß gar nicht, was ich bei dem soll. Oder ob vielleicht haben die ja schon irgendwas herausgefunden. Ich konnte nämlich jetzt auch niemanden fragen nach irgendetwas. Da vorne ist das Haus. Komme ich hier noch rein? Hallo? So, hier. So, mal gucken. Muss ich jetzt außen rumlaufen? Ja, wahrscheinlich. Traum. Ein Traum. Okay. Good to see you again. Gibt es etwas Neues zu den Eltern der Kinder? No word. Sounds like there was a boat accident. I hate to think of worse, but raised by the bluffs. Well, we're just staying positive. Sheriff in Nava said the kids can stay here till we figure out who their parents are and where they ended up. I think they're settling in okay. Thanks again for your help. See you. Good to see you again. Aber, thanks again for your help. Das ist jetzt aber nicht hilfreich, ne? Bootsunglück an den Klippen. Toma und Silly are looking after us until our dad comes back. They're so nice. We're sorry for stealing their food before. Wann habt ihr eure Eltern zuletzt gesehen? I don't know. We were fishing in the ocean with my dad. But the waves broke our boat when we got lost in the water. We woke up on a beach. But Dad wasn't with us. Warum redet dein Bruder nicht? He's shy. He doesn't talk to anyone except me and Dad. Passt auf euch auf. Thanks for bringing us here. Das ist ja jetzt auch spannend. Ich meine, wir sind ja schon mal wieder auf der richtigen Seite. Hier muss es irgendwas geben. Ich würde sonst jetzt hier mal langlaufen. Obwohl, nee, da nicht. Aber
Ich würde noch mal zu den Tiffmore-Klippen sonst laufen. Da haben wir irgendwas haben wir übersehen. Irgendwas haben wir hier übersehen. Eltern müssen ja irgendwo sein. Was ist das da? War ich da schon? War ich hier schon mal? Ich weiß das gar nicht. Das kommt mir jetzt nicht sonderlich bekannt vor. Komm ich da irgendwie hoch? Scheinbar nicht. Irgendwas muss hier sein. Ich lauf mal den Strand hier nochmal hoch. Hier ist der westliche Turm. Hier sind die Ruinen und hier sind die Klippen. Sandschnauzenstrand. Hier war ich auch noch nicht. Was, wenn der Vater hier irgendwo ist? Ja, dann findet man auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug. Aber die sagten ja irgendwas von den Klippen, ne? Sorry, das war das Mikro. Bin irgendwie gegengekommen. So. Nicht meine Absicht. Okay, dann laufen wir jetzt mal Richtung Klippen. Denn da müssen wir ja irgendwas übersehen haben. An den Ruinen vorbei. Da könnte ich ja bestimmt diese komischen Schress noch finden und denen mitteilen, dass sie mich mal kreuzweise können. Und dass ich nichts vergiftet habe. Hier ist ein Pfad. Den laufen wir den mal lang. So.
Ihnen. Wir sind hier irgendwie, ne? Ich muss hier zu den Klippen. Da muss irgendwo was sein. Ja, wir müssen den Vater finden. Geht's irgendwie zu der heißen Quelle. Und wir müssen da hoch. Hier muss irgendwo was zu finden sein. Wo ist der Vater von den Kindern? Lass mich hoch. So, hier war, glaube ich, der Weg runter zum Strand. Die Kids haben ja auch gesagt, sie waren am Strand und dort sind sie irgendwie zerschellt. Hier irgendwo? Müsste doch was zu sehen sein. Ja nicht umsonst darunter laufen, also muss da irgendwas sein. Wir gucken noch mal genau. Irgendwo hier. Muss was sein. Mir nicht weiter. Voll blöd. Nun gut. Ist denn hier irgendwo ein Eingang oder sowas? Wo ist der Vater?
Wieso leuchtet das? Komme ich da irgendwie rüber? Ich komme hier nicht weiter. Na gut, dann müssen wir noch herausfinden, was das jetzt hier mit dem Vater auf sich hat. Gut, das war also hier nicht richtig. Ich weiß es nicht. Gut, dann machen wir jetzt hier einmal den Break. Hier vorne einmal den Break. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.